Ich habe mir gerade dieses Video angeschaut von den Space Frogs und die beiden haben darin relativ kurz und prägnant zusammenfassen können, was mit den Filmen aus der Woke-Bubble nicht stimmt. Und bevor ich hier noch weitere Vorträge halte, werde ich euch das einfach mal kurz zeigen. Sie ist stark und talentiert und das von Anfang an. Sie ist also quasi so auf die Welt gekommen, dass sie alles kann. Sie könnte den Superbösewicht sofort besiegen, aber aus irgendeinem Grund sind alle Männer, die sie trifft, nur Arschlöcher, die ihr im Weg stehen. Und dann kickt sie den Typen in die Nüsse. Und dann taucht so ein Mentor-Typ auf, aber der ist voll unnötig, weil sie kann es ja eh schon besser. Sie trotzt also allen Männern und besiegt den Superbösewicht with ease. Sie hat absolut keine Charakterentwicklung, denn braucht sie nicht. Sie ist ja schon perfekt. Aber sie hat die Welt um sich herum geändert, denn die ist das Problem und nicht sie. Gute Beispiele für das, was die beiden dort dargestellt haben, gibt es übrigens viele. Das beste Beispiel, was mir einfällt, ist die Realverfilmung von Mulan, weil dort jeder einzelne Punkt auch objektiv zutreffend ist. Und wenn man das erstmal gesehen und verstanden hat, versteht man vielleicht auch, warum ich die Woke-Bubble und insbesondere die Filme aus dieser Woke-Bubble auch so ablehne. Denn wenn wir uns das Ganze genauer anschauen, ist es eigentlich bloß Sexismus gegenüber Männern. Denn die Grundaussage dieser Filme ist eigentlich immer eine, nämlich Frauen sind von Natur aus besser als Männer. Und natürlich ist so ein Statement einer Gesellschaft, die gleichberechtigt sein soll, einer Gesellschaft, die fair sein soll, auch nicht dienlich. Und dementsprechend, finde ich, ist die Woke-Bubble auch genauso abzulehnen. Und ich habe bloß gerade dieses Video gesehen gehabt und zwar einfach so gut, kurz und prägnant zusammengefasst gewesen, was mich auch stört an diesem Film, dass ich das einfach mit euch mal kurz teilen wollte. Dann danke ich euch fürs Zuschauen bei diesem doch eher kurzen Video, denn die meisten meiner Videos gehen doch ein gutes Stückchen länger als das. Sehr gerne könnt ihr meinen Daumen nach oben geben und vielmehr noch würde ich mich über Kommentare freuen und gerne auch erfahren, was ihr von der ganzen Woke-Bubble haltet und was für Filme ihr vielleicht noch nennen würdet. Genau, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald hoffentlich, liebe Leute. Mann, man hat da fast das Gefühl, ein paar Menschen denken, sie wären perfekt und es ist nur die Gesellschaft um sie herum, die sie aufhält. Hmm.